Osten Deutschlands liegt die Lausitz. Dies ist die Heimat der Sorben, einer slawischen Volksgruppe. Hier sind alle Hinweisschilder zweisprachig, denn die rund 60.000 Sorben pflegen bis heute ihre eigene Sprache. Zwischen den Farben Deutschlands und Sachsen zeigen die Sorben Flagge mit Blau, Rot, Weiß, obwohl es nie einen sorbischen Staat gegeben hat. In die ländliche Gegend ist der Frühling eingezogen. Wenn die Störche aus dem Süden zurückgekehrt sind und Lämpchen und junge Katzen die Herzen erwärmen, dann geht es auf Ostern zu, das höchste Fest der Christenheit. Dies ist die Zeit der Ostermärkte, auf denen traditionelle sorbische Ostereier angeboten werden und man zusehen kann, wie diese Werke der Volkskunst entstehen. In der Oberlausitz, der Region zwischen Kamenz und Bautzen, zeigen neben vielen Kreuzen an den Wegen auch auf privaten Grundstücken Heiligenfiguren, fromme Christusdarstellungen und Kruzifixe an, dass die Sorben hier katholisch sind. Besonders verehrt wird Maria, die Mutter Jesu. Wenn jemand sein Haus mit einem Bibelzitat schmückt, dann natürlich zweisprachig. Auf Sorbisch klingt das so. Jesus przybierasche na mudrości a staropie a nadzie polaboa o człowieku. Die Kirche beherrscht das Dorf Nebelschütz. Sie wurde 1744 dem heiligen Martin geweiht, der nach der Legende seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Doch das Hauptbild des Barockaltars zeigt die in den Himmel auffahrende Maria. Auch die geschnitzte Kanzel mit den vier Evangelisten stammt aus der Barockzeit. Orgel, Kirchenglocken und Altarschellen schweigen am Karfreitag. Mit hölzernen Klappern versammeln sich morgens, mittags und abends die Messdiener neben der Kirche vor einem Wegkreuz. Nach einem gemeinsamen Ave Maria ziehen sie von Station zu Station, beten dort und erinnern durch das Klappern, das das Glockengeläut ersetzt, an die Leiden Jesu. Der Gekreuzigte findet sich auf dem Friedhof in Ralbitz gleich hundertfach auf einheitlichen Grabkreuzen. Das ist einmalig. Im Tod sind alle gleich. Deshalb gibt es hier auch keine Familiengruften. Niemand weiß, wo er einmal begraben wird. Beerdigt wird der Reihe nach auf dem nächsten freien Platz. Auf einem eigenen Kreuzweg sind am Karfreitag auch Kinder mit einigen Eltern unterwegs. Vor der Madonna auf der Hofmauer haben sie Station gemacht. Mit den Stiften sollen die Kinder fromme Wünsche aufschreiben. Nach dem Verlesen werden die Blätter mit dem Kreuz verbunden. Es geht weiter von einer Station zur anderen, wo gebetet und gesungen wird. In der Kirche sieht es jetzt anders aus als sonst. Neben dem verhängten Altarbild beherrscht eine fast lebensgroße Darstellung des Jesusgrabes mit römischen Wächtern den Altarraum. Auffällig viele Pferdetransporter kommen heute im Dorf an.
Die Tiere werden für den Höhepunkt der Osterfeiern benötigt, das Osterreiten. Da es nur noch 2 Pferde im Ort gibt, müssen sie ausgeliehen werden. Und das ist nicht leicht, da viele Besitzer ihre Lieblinge nicht für diesen Zweck hergeben wollen. In die sonst leeren oder anderweitig genutzten Ställe ziehen einmal im Jahr wieder Pferde ein. Und das nicht nur hier, sondern in allen Nachbardörfern. Die Lipizzaner, die ein paar Kilometer weiter im Hof eines Biobauern ausgeladen werden, sind aus der Tschechei gebracht worden. Hier stehen bereits 4 weitere Pferde, die der Bauer auftreiben konnte. Pferde zu bekommen ist nicht nur schwierig, sondern auch teuer. Die Männer zahlen 200 bis 300 Euro Leihgebühr plus Versicherung und Transport und müssen natürlich auch für die Versorgung aufkommen. Die Kirchenglocken schweigen auch am Karsamstag. Auf den Höfen gibt es Arbeit für die Männer. Die Pferde müssen für den großen Auftritt geputzt werden. Da für die Tiere Umgebung und Personen fremd sind, muss alles ruhig und behutsam ablaufen. Doch dieser Gast, der aus Polen geholt wurde, nimmt es recht gelassen, dass gleich 4 unbekannte Männer an ihm hantieren, die sonst kaum etwas mit Pferden zu tun haben. Zu Ostern kommen viele Sorben, die auswärts leben, gern in ihre Heimat zurück, um mitzureiten. Nach getaner Arbeit freuen sich alle auf den morgigen Tag. Der Sonntag beginnt für die Osterreiter bereits um 6 Uhr mit einer Messe. Die übrige Gemeinde feiert die Auferstehung Jesu etwas später in einem Hochamt mit sorbischen Liedern. Die frühe Messe speziell für die Reiter macht Sinn, da die Pferde noch geschmückt werden müssen. Der 16-jährige Niklas erklärt, warum er zum zweiten Male mitmacht. Ja, wenn mir das Spaß macht und Tradition, der Papa reitet ja auch mit. Die Schleife, die der Vater und sein Freund am Pferdeschweif befestigen, ist aus Seide. Die Blumenmotive sind handgestickt. Wenn im letzten Jahr ein Familienmitglied des Reiters gestorben ist, bekommt das Pferd eine schwarze Schleife. Satteldecke und Zaumzeug kommen nur zu Ostern zum Einsatz. Die Angehörigen erwarten den Auftritt von Ross und Reiter. Natürlich besitzen nicht alle Männer einen traditionellen Gehrock. Niklas verrät, woher er die Sachen hat. Die habe ich mir von einem Bekannten ausgeliehen. Das kostbare Zaumzeug wird von Generation zu Generation weitergegeben. Der Friedhof ist die Sammelstelle der Reiter. In Nebelschütz gilt eine andere Friedhofsordnung als in Ralbitz, aber auch hier stehen einige der weißen Einheitskreuze. Auffällig sind die slawischen Namen auf den Grabsteinen. Die Reiter umkreisen die Gräber 3-mal und beziehen so die Verstorbenen in die Zeremonie mit ein.
Die Kränzchen auf der Brust von Vater und Sohn zeigen, dass der Junge erstmals und der Vater zum 25. Mal dabei ist. Ab dem 14. Lebensjahr dürfen Jungen teilnehmen. Vom Friedhof geht es hinauf zur Kirche. Fahnen, Kreuz und Christusfigur sollen von den Reitern mit auf den Weg genommen werden. Das erste Reiterpaar übernimmt die Kirchenfahnen. Nach dreimaligem Umreiten der Kirche hält die Prozession zu einem Gebet. Dann bittet der Priester, die Osterbotschaft in der Nachbarpfarrei zu verkünden. Noch einmal umreiten die Männer die Kirche. Man bemüht sich, möglichst Paare aus gleichen Pferden zu bilden. Reiter aus Nebelschütz machen sich auf den Weg nach Ostrow. Von dort startet gleichzeitig eine Prozession in entgegengesetzter Richtung, traditionsgemäß auf einem anderen Weg, damit sich die Reiter nicht begegnen. Fünf solcher Partnerschaften zwischen zwei Pfarreien gibt es. Insgesamt sind heute über 1500 Reiter in der Oberlausitz unterwegs und erfüllen die Landschaft mit sorbischen Kirchenliedern. Der Brauch des Osterreitens hat seine Wurzeln vermutlich in vorchristlicher Zeit, als die Bauern im Frühjahr mit einem Ritt um die Felder den Segen der Götter für das Aufgehen der Saat und eine gute Ernte erbaten. In der Prozession aus Kostwitz reitet auch die Geistlichkeit mit. Und das war nicht immer so. Als ein Pfarrer vor über 200 Jahren das Osterreiten ohne Begründung verbieten wollte, erwiderte ihm der Leiter und Vorsänger der Prozession: geritten wird. Da aber der Pfarrer die Kirchenfahnen verwahrte, besorgte man sich vorsorglich eigene Fahnen, die bis heute hinter den Kirchenfahnen mitgeführt werden. Der Brauch ist den Männern so wichtig, dass sie ohne Rücksicht auf Verluste bei jedem Wetter reiten, auch bei Regen und Schnee. Dieses Dorf ist eine Zwischenstation. Nachdem die Reiter dreimal durch das Dorf geritten sind, kehren sie bei befreundeten Familien zu einer Kaffeepause ein. Während die Herren in Schwarz vom Hausherrn in die umgebaute Scheune gebeten werden, haben sich genügend Leute gefunden, die sich um die Pferde kümmern. Auch der Diakon hat sein Ornat abgelegt. Allein hier genießen 46 Reiter sorbische Gastfreundschaft. Doch dann heißt es wieder aufsitzen.
Das reich mit Kaurischnecken besetzte Zaunzeug der Lipizzaner ist stolzer Familienbesitz des Biobauern, der mit seinem Sohn reitet. Es geht weiter zum Kloster St. Marienstern, von wo die Partnerprozession gestartet ist. Das Kloster ist das Zentrum der katholischen Lausitz. Während die Osterreiter in beiden Richtungen von Ort zu Ort ziehen, findet in der großen Klosterkirche eine Andacht statt. Die Andacht endet, als ein Ausguck auf dem Turm die Rückkehr der hiesigen Reiter meldet. Kirchenflaggen, Kreuz und Christusfigur werden dreimal um den Klosterhof getragen. Die Reiterprozessionen ziehen natürlich Besucher an, aber man hat bewusst auf Souvenirstände und Verpflegungsbuden und mögliche Einnahmen daraus verzichtet, damit der religiöse Brauch nicht zur reinen Folkloreveranstaltung verkommt. Wenn die Zylinder zum Gebet abgenommen werden, naht das Ende des Osterreitens. Manchen Pferden gefällt die Untätigkeit nicht. Der Vorsänger gibt noch einmal alles. Mit einer weiteren Runde durch den Hof endet das Osterreiten der Sorben. Die Fahnen sind wieder in die Kirche zurückgekehrt. Im Altarraum, wo zeitweise das Grab aufgebaut war, steht wieder der auferstandene Christus. Und die heilige Cäcilia, Schutzpatronin der Musik, ist hoffentlich mit dem Gesang der Osterreiter zufrieden.